Jo, moin Leute, was geht ab? Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Herzlich willkommen in diesem Video. Und zwar habe ich euch versprochen, dass wir noch ein Trap-Assassinen-Video mit ein bisschen mehr Gear machen. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass wir nicht den Max-Damage-Gear zeigen werden, sondern meinen MF-Build quasi. Ich zeige euch mal kurz, was ich hier anhabe. Ich habe Kriegsreisender mit 45 MF und dann habe ich Wächtertreu mit 40 MF. Dazu habe ich einen Chaco an mit 50 MF und einen Enigma mit 89 MF auf meinem Level. Dazu dann einfach Hoto und Spirit Shield zur Sicherheit. Maras Amulett, auch wegen Resistenzen. Ein 10er FCR-Ring und ein Rabenfrost, damit ich nicht eingefroren werden kann. Dazu die Spinnenmonster-Netzschärpe und auf dem zweiten Slot Ruf zu den Waffen und ein Geist, um mich zu bohnen. Dazu habe ich dann eine Torch. 2020, ja moin. Kleiner Flex am Rande. Und 1, 2, 3, 4 Skiller. Ich habe keinen Geats da drin. Und die Charms hier habe ich alle so auf Leben ausgerichtet und Resis. Ich könnte diese 3, 6, 7, 8 Charms noch als 7 MF tauschen, was nochmal 56 MF werden. Plus Geats wären 96. Ich spiele jetzt auf 224 MF plus 96 werden 320 nach Adam Riese. Das würde ohne Damage-Verlust also gehen auf diesem Bild. Man könnte natürlich auch noch mehr Skiller machen, wenn man jetzt zum Beispiel das hier so umbaut, hätte man noch drei Plätze. Oder wenn man auf die hier noch verzichtet, könntest du da noch ein bisschen was rausholen. Aber ich mag immer gerne, also ich brauche mindestens meine 8 Plätze im Inventar und den Würfel. Das ist das absolute Minimum, darunter gehe ich nicht farmen. Man könnte natürlich auch noch einen Goldträger tragen und so. Wir haben jetzt 19 extra Skills mit der Battle Order 20 vom CTA. Man könnte natürlich auch auf 2 6er Clown gehen, dann hätten wir quasi noch 3-5 Skills mehr. Aber ich glaube, das brauchen wir nicht. Wir spielen jetzt einfach mal eine Runde. Ich zeige euch mal so ein bisschen, was ich mit diesem Bild immer mache. Ich fange mal an mit einer kleinen Battle Order. Ach, Pindel habe ich in diesem Game schon getötet. Dann mache ich Temposchub und die Tante hier. Die wird natürlich auch gebufft. Also Pendel ist klar, easy going. Das ging ja auch schon ohne Gear. Eishochland haben wir auch clear. Dann kann man immer ganz gut zu Nidatak hinporten. Das machen wir jetzt auch mal eben. So. Ist natürlich das Problem, dass wir Mana-Stress kriegen können mit diesem Bild. Weil unser Söldner trägt, habe ich ganz vergessen. Andari jetzt als Kopf. Eine stärkere Rüstung als Brust, kann man jetzt nicht sehen. Ich zeige dir mal kurz einmal hier. Das ist El Soldolo. Fortitude, umgangssprachlich. Und als Waffe die Unendlichkeit natürlich, damit uns die Blitzresistenzen nicht so auf den Sack gehen und wir einfach auch mehr Schaden machen. So, dann suchen wir den. Für die, die es nicht wissen, man erkennt das hier an der Wand, wo der ist. Hier wird er sein. Dann gehen wir dahin, stellen drei Blitzwächter dahin. Und wenn wir Leichen haben, zwei Todeswächter dazu. Und dann sollte der eigentlich schon weg sein. So, das war Nummer 1. Was ich auch sehr gerne mit ihr mache, zum Beispiel, mal gucken, was wir da jetzt für Monster haben. Unten im Weltensteinturm. Hier kann man auch wunderbar quasi einen Ballwalk machen. Meine Spielweise mit dem Gear ist eigentlich immer, dass ich nur noch zwei Blitzwächter und einen Todeswächter in so ein Pack stelle. Und ihr seht schon, es fliegt alles echt gut auseinander. Wir sind sehr robust und stabil, selbst wenn die ganzen Typen hier in uns explodieren. Wir können ja einfach so durchmarschieren, ab und zu mal eine Falle stellen. Wenn wir mal eine gefällige Gruppe kriegen, dann gehen wir auch hier mit dem viel Gear, sage ich mal, bei und hauen hier einen Gedankenschlag rein. Guck mal, dann tanken die sich gegenseitig für uns und wir können hier ganz in Ruhe stehen und Fallen legen. Das ist ein sehr guter Move. Mit diesem Gedankenschlag. Damit schafft man sich immer so ein paar kleine Söldner, die die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. So, Weltenstein funktioniert auch sehr gut. Wo ich diese am liebsten spiele, tatsächlich. Kau-Level ist klar, Kadaverexplosion. Das hat hier auf dem Todeswächter, der hat schon eine Reichweite von... Wo ist der Todeswächter? Da, Reichweite 16,3 Meter. Der knallt schon ganz gut die Leichen weg. Aber tatsächlich spiele ich sie echt gerne im CS, bei Diablo. Da gehen wir jetzt mal eben kurz rein. Zack, hier sind schon Gegner. Wieder zwei Blitzwächter, ein Todeswächter. Wenn wir wollen, machen wir uns ein kleines Meat Shield mit Gedankenschlag.
tanken die sich hier gegenseitig. Und sobald Infinity drauf ist, tötet der Blitzwächter wirklich sehr, sehr schnell. Und ja, über Kadaverexplosionen brauchen wir eigentlich kaum noch ein Wort zu verlieren. Das geht einfach Omega nach vorne. Dann können wir uns hier durch Enigma schön schnell fortbewegen, stellen wieder unsere zwei, drei Blitzwächter, Todeswächter dazu und es fliegt einfach alles auseinander. Wir können hier in Ruhe rumlaufen und ein bisschen Gold und sowas einsammeln. Was natürlich nicht so cool für uns ist, ist, wenn die Mobs weit auseinander stehen. Ne? Aber da kann natürlich keiner was für. Dann beschwöre ich die hier jetzt direkt. Stelle hier meine Fallen hin. Zack. Dann gehe ich ein bisschen auf Abstand und es regelt sich alles von alleine. So. Nächsten Spot. Auch zum Beispiel im Travinzial haben wir keine Schmerzen mit dem Bild, weil wir können einfach auch hingehen, die Fallen machen lassen und uns wegporten. Das ist absolut easy machbar. Das Einzige, was ein bisschen nervig ist, habe ich schon mal erwähnt, ist halt, dass wir keine Mana-Regeneration großartig haben. Sondern uns einfach auch ein bisschen immer gucken müssen, dass wir Mana-Tränke aufsammeln, weil die müssen wir einfach in regelmäßigen Abständen einfach mal schlucken. Die einzige Möglichkeit, um auf Infinity zu verzichten, wäre halt dann mit Einsicht im Runenwort auf den Söldner. Dann haben wir aber weiterhin das Problem mit den Blitzresistenzen. Die zweite Möglichkeit wäre ein Phönixschild. Da haben wir aber das Problem, dass uns dieses Phönixschild die Leichen auffrisst und unser Todeswächter keine Kadaverexplosion mehr machen kann. Dann haben wir hier natürlich noch die Zuflucht. Ihr seht schon, ich habe in dem Game hier vorhin das Video für ohne Gear aufgenommen. Ich habe nicht das Spiel gewechselt, ich fauler Sack. Hier porte ich immer einfach so rum. Bei einer größeren Gruppe halte ich an. Wenn die mir auf den Sack gehen, haue ich dann Gedankenschlag rein und dann tanken die sich gegenseitig. Da kann man ziemlich flott unterwegs sein und hier alles clear spielen. Gar kein Problem. Und ja, Zuflucht ist immer für Blitzschadenklassen immer ein guter Spot. Finde ich. Ihr seht schon, wie Kamikaze-mäßig ich spiele und trotzdem ist es wirklich eigentlich problemlos, wenn man sich ab und zu mal einen Trank schluggelt. Ne? Alte Tunnels, dann Pit, also die Grube in Akt 1, das ist alles kein Problem. Wir können damit alles farmen. Wir können Ballruns solo machen, wir können Diablo-Runs solo machen, wir können die Keys farmen, wir können die Level 85 Areas farmen. Und das in einem sehr, sehr guten Speed mit, wie gesagt, wenn wir noch Geats und Charms reinpacken, mit über 300 MF. Ich will euch aber noch kurz erzählen, was wir noch an Damage-Potenzial offen hätten. Wir könnten zum Beispiel die Chakro noch tauschen gegen Dreier-Fallen-Krönchen. Hätten wir noch ein Skill mehr, wir könnten hier noch ein Dreier-Fallen-Amulett anziehen. Hätten wir noch ein Skill mehr, sind wir schon bei zwei. Wenn wir in das Krönchen eine Charm-Rune reinsockeln, können wir auf den Rabenfrost verzichten, können wir noch zwei Ringe anlegen. Dann wären wir schon bei vier. Und dann könnten wir noch zwei Sechser-Clown spielen. Das wären nochmal drei. Ne, vier und drei, nochmal sieben dazu. Da hätten wir schon 11 Skills. Und wie gesagt, maximal noch, wenn wir das, den Würfel hier behalten wollen, maximal noch 3 Charms dazu. Dann werden wir noch ein paar 14 Skills extra. Meiner Meinung nach völlig übertrieben und völlig unnötig, wenn man in Players 1 farmt. Ich habe mit Players 5 mit dem Bild genauso schnell, also nicht genauso schnell gefahren, aber ähnlich gute Killrate hingelegt. Also dieses Max-Damage-Gear, was ich gerade aufgezählt habe, das wäre wahrscheinlich nur zum Players 8-Farm relevant. Ansonsten, mir macht die Assassine tatsächlich gerade auch sehr, sehr viel Spaß. Ich wechsle immer von Necro zu Assassine hin und her und schiebe mein Gear immer hin und her, weil ich immer nicht weiß, was ich spielen soll, den ganzen Abend. Da ist die Abwechslung schon nicht schlecht. Okay, Leute, schreibt mir gerne eure Meinung zu dieser, zu diesen Gameplay-Videos generell oder auch zur Assassine. Was ihr da habt, was ihr loswollen werdet, gerne in die Kommentare damit. Dann danke ich euch fürs Zuschauen wie immer. Und über Like und Abo würde ich mich freuen, Leute. Macht's gut, wieder schauen, reingehauen. Falls ihr mit dem Gear noch nicht so weit seid, empfehle ich euch einmal die Low-Budget-Version dieses Videos zu gucken oder auch den Guide halt, ne? Okay, macht's gut, ich bin raus. Ciao.